Wir haben jetzt ja mit der Umstrukturierung im November angefangen, dass seit dem 1.11. ja alle, die Richtung Olympia sich Chancen ausrechnen, hier sind. Grundsätzlich bin ich Bundestrainer, das heißt beim Deutschen Ruderverband angestellt und bin seit dem vergangenen Jahr oder eigentlich auch schon im Jahr davor vorrangig für den Männer-Skull-Bereich verantwortlich, weil der Stützpunkt Ratzeburg-Hamburg ja Leitstützpunkt geworden ist für den Skull-Bereich, Männer-Skull-Bereich. Und da sind halt Markus als Disziplinchef, Brocki und ich verantwortlich für diesen Bereich, die Skuller zu betreuen. Ich finde, es ist eigentlich genau das eingetreten, was wir uns erhofft haben. Es ist eine starke Motivation gegenseitig zu merken. Also man guckt schon immer, was macht der links und rechts. Wenn da einer mal im Training durchzieht, dann ist der andere auch eher mal geneigt, auch genauso durchzuziehen. Punktannahme vorne. Ja klar, also die haben natürlich alle den großen Traum, zu Olympia zu fahren und dort natürlich auch was zu holen. Ne? Also nur hinfahren ist ja das eine. Wir wollen bei den Olympischen Spielen in Tokio 3 Boote ins A-Finale bekommen. Also die 3, die wir zur Verfügung haben, die auch alle 3 ins A-Finale bekommen. Und 2 sollen davon eine Medaille gewinnen. Das mit den anderen zusammen anlegen, machst dann einen erstmal fertig und legst mit den anderen zusammen. Steht für mich immer an erster Stelle, meine Sportler erstmal dabei zu haben. So, und wenn ich es dann natürlich schaffen sollte, dann eben selber auch dabei zu sein, das wäre es natürlich umso schöner und gebe ich auch ehrlich zu, dass es eine klare Zielstellung von mir ist. Wenn man Trainer wird und ehrgeizig ist, dann ist das das Ziel, wo man gerne mal dabei sein möchte, hin möchte. A, das natürlich selber erleben, aber B, natürlich ist es auch sportlich das Höchste, was du erreichen kannst und natürlich will man da hin. Ich finde es immer recht beeindruckend, gerade hier in der Truppe, wie die miteinander umgehen, dann auch sehr respektvoll, sehr kameradschaftlich auch, obwohl sie natürlich die härtesten Konkurrenten dann irgendwann sind. Großboot, Mittelboot zu 30%. Der Job macht sehr viel Spaß, aber dann jemandem zu erzählen, dass er nicht dabei ist, aus welchen Gründen auch immer, das ist natürlich einer der hässlichsten Aufgaben, die man hat. Ja, es ist nicht einfach, also ganz klar.